Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zurück zu Tabletop Simulator als Secret Hitler. Natürlich, weil wir sind voll in der Session drin, nach der letzten Runde müssen wir weitermachen. Mit dabei ist wieder die Mareike. Ja, hi. Die Fister, Entschuldigung. Danke, hi. Ich wollte sagen, der Faschist, die Fister. So rum. Wow. Mit dabei ist auch der Phantom. Moin. Der Toni. Meine Nerven sind am Ende. Und der eiskalte Hitler, Hey Hannes. Hallöchen. Deswegen heißt du auch Hey Hannes. Für Haha, ich hab's verstanden. Wie dem auch sei, zunächst einmal ist es so, wir machen wie immer die Blindfolds an. Ich hoffe, jeder kennt seine Karten. Jetzt Standardprozedere. Richtig, Hitler einmal entblindfolden, seine Karte bitte umdrehen und sich wieder blindfolden, damit jetzt die beiden Faschos sich entblindfolden können, ihre Karten ganz kurz zeigen, sich eintrichtern, wer der Kumpane ist und wer Hitler ist. Das dann ist wichtig. Hitlers Karte umdrehen, ihre eigenen Karten umdrehen, sodass wir, würde ich sagen, in 3, 2, 1 uns wieder entblindfolden können und unsere Karten aufnehmen. Jetzt darf Hey Hannes, der so in der letzten Runde Hitler war, würfeln, wer der neue Präsident wird. Ich habe eine andere Karte. Wird. Ja, okay, er kommt immer. Ja, okay. Aber diesmal habe ich nein. Es hätte mal braun sein können. Wir fangen mit Mareike als Präsidenten an. Oh Gott. So. Große Überraschung, Hannes, los. Mareike, du willst wieder so eine Runde machen? Ja, ganz genau so. Also, jetzt bin ich ja Hitler, ne? Wer die letzte Runde nicht gesehen hat, ich muss sagen, die müsst ihr sehen. Auch wenn es im Prinzip nicht mehr so spannend ist, weil wir haben den Plot-Twist eigentlich schon verraten. Aber na gut, es ist kein Spoiler, weil wer Folge 4 vor Folge 2... Fister war ja der Hitler. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, erste Wahl ist, hey Hannes, ich sag mal ja. Oh, wir haben gleich zwei Neins in der ersten Wahl. Fister, ich bin enttäuscht. Es soll nicht dieselbe Prozedur wie jede Runde sein, also. Du hast in der letzten Runde aber auch Nein gesagt. Ja, ich bin ein Rebell. Es ist halt, der Anfang ist dieselbe Prozedur wie jede Runde kreieren. Wir werden es sehen. Mal schauen, was da alles rausgeht. Kann man Mareike vertrauen, ja oder nein? Ich werde das gleich locken. Ja, Locks. Kann ich ja auch machen. Ach, du kannst auch machen. Ich kann es ja auch machen, du hast mich ja... Stimmt, ich habe dich promoted. So, mal gucken, was passiert. Erste Karte glommt. Es ist eine blaue. Glommt? Die Wahl. Er hatte die Wahl und ich musste dafür eine blaue weg. Okay. Eine Frage. Ja, steht irgendwo in den Regeln, dass man sich, wenn man Präsident ist und wen erschießen darf, nicht sich selbst erschießen darf? Wenn du willst, darfst du das gerne tun. Aber bist du dann nicht Hitler? Ich kann mit dieser Entscheidung nicht leben, Peng. Ich muss jemanden töten. Und wenn du das machst, könntest du auch nicht... doch, du kannst vorher fragen. Bin ich selbst Hitler? Nein, okay, bam. Das wäre seltsam. Oder bin ich selbst Hitler? Ja, bam. Ja, oder das. Wie immer sei, wen schlägt denn der Herr Toni vor? Ja. Direkt dein Nachbar. Ja, okay. Ah, jetzt Fister. Fister wird ja gleich Präsi, deswegen. Es wird random. Umdrehen. Es ist schwierig. Oh! Wow. Wir haben hier ein Nein, das heißt das Köpfchen. Also, erstmal eine Rede an alle Liberalen. Ich hasse euch, weil jetzt bin ich Präsi. Ich will auch mal was tun. So, mal gucken. Aber dafür darfst du Kanzler werden. Okay, das finde ich. Interessant, welche Politik hier betrieben wird. Ah, er ist sich selbst noch unschlüssig, was er will. Gehst du überhaupt zur Wahl, wenn du selbst zur Wahl stehst? Ja klar, direkt erstmal Kreuz hinsetzen. Dann hast du wenigstens eine Stimme bekommen. Ich hätte Nein wählen sollen, einfach gegen den Präsi. Ja. Er hat Nein gewotet. Ja, wird aber auch einen Grund gehabt haben. So, eins geht weg. Zwei. Die Faschisten wollen nicht zu offensichtlich Hitler wählen lassen am Anfang. Eindeutig. Direkt wählen sie alle Nein. Ganz klar. Ach, du hast auch die Taktik. Ich stehe jetzt so scheiße da, nachdem ich 3 rote bekommen und dich Nein gewotet habe. Ich habe 2 rote bekommen. Ja. Mareike, normal am Anfang hattest du eigentlich 2 oder eine rote? 2 Liberale hatte sie. Blaue. Okay. Also sind 3 blaue und 4 rote weg. Hä? Ja, eine liegt da und 2. 2 blaue sind weg. Ist da.
Ja, ja, sind nur vier, ja. Sechs. Immer grün, die grünen sind super, echt. Was? Kreon, es sind erst zwei blaue raus, laut Aussage. Ja, genau so. Ich habe drei rote gehabt. Stimmt, und die und die. Es sind erst zwei Züge durch. Warum geht's wieder zu Mareike? Weil Mareike toll ist. Cool bin. Ja. Siehst du? Da hab ich aber was dagegen, dass sie cool ist. Nein. Und, sie ist vor allem wegen Faschist. Kreon, das ist eigentlich mein Job, ne? Ja, ich weiß. Mal schauen, was da jetzt passiert, wenn Fister die Karten rauszieht. Weil das war eine knappe Wahl für Mareike. Jetzt spielt Kreon komisch, jetzt ist er garantiert böse. Wieso spiele ich komisch? Du spielst komisch. Wieso? Weil ich das sage. Weil du das sagst. Das... Ich hätte bisher... Ich wenn ich dauer... Kanzler bin, dann hab ich das sagen, also ruhig. Du bist aber kein Kanzler. Ja, aber wenn. Ja, du bist aber nicht, also kannst du Mund zu und zuhören. Nö, was du bist ja auch die Präsi. Oder Kanzler. Das ist wahr. Ich werde ja nicht gewählt, weil ihr den liberalsten aller Liberalen nicht wollt. Ja. Und als ich mal Fascho hätte werden können, hat, ich glaube, Brandon oder Johannes es verkackt, weil sie ihre Hitlerkarte gezeigt haben. Oh. Zwei und. Rote. Ich hatte drei rote auf der Hand. Oh, schon wieder. Sechs rote raus, in zwei Zügen. Wahrscheinlich. Das heißt, es müssten in den acht Karten noch vier Liberalen. Zunächst einmal, stopp, zunächst einmal, du, Fister, als aktueller Präsident, darfst von jemandem die Karte haben wollen, die Party-Ship. Party-Member-Schaft, Shift. Im Krians. Ja, würde ich auch vorschlagen. Okay, Krian. Ja, confirm mich bitte ganz kurz als Liberaler. Und dann jetzt ist alles gleich. Was gibt es? Mich austauschen! Hab ich auch meine wiedergekriegt? Das sein. Okay, ich hab meine wiedergekriegt. Was ist er? Liberal. Ja, bin ich. Also auf jeden Fall gleich. Vertrau Kreon. So, jetzt geht das weiter und jetzt hat Hey Hannes nämlich das Wahlrecht, wer Kanzler wird. Also, Phantom und Kreon waren bis jetzt noch nicht dran. Kreon ist aber nächste Runde Pres. Deswegen versuche ich einfach mal Phantom, weil er noch nichts. Müsste ich nicht hier die. Stimmt, du warst Kanzler. Klein. Das ist korrekt, Mareike. Also, wie gesagt, laut Aussagen müssen jetzt in den acht Karten noch vier Liberale drin sein. Wir werden es ja sehen. Oh, einstimmig. Das ist irritierend. Ja, der muss böse, der muss böse nein. sein. Das macht mir ein bisschen Angst. Also, wenn jetzt keine Liberale kommt. Dann wieso werden da drüben Karten geklaut? Was bei mir leckt, ich wollte es gar nicht mehr. Das Tolle ist, ich weiß genau, was als nächstes passiert. Wenn ich nämlich Präsident bin, mein Kanzler kann ja durchgekriegt, ich nämlich drei rote. Wie es immer ist. Und damit reise ich auch noch Fister rein. Den armen Hitler, die arme Liberale. Ja, danke. Ah, kommt eine Liberale, okay. Darf ich kurz was dazu sagen? Ja, bitte. Ich habe zwei blaue und eine rote, ich habe ihm aber die Wahl gelassen. Ja. Okay, also sind noch zwei blaue hier drin. Laut Aussagen. Das heißt, ich kriege jetzt die nächsten drei sind rot. Ich sehe es schon. Okay. Wieso sollte ich dich wählen? Aus dem Grund, dass du dann die Schuld auf mich schieben kannst. Kreon, hörst du die beiden Frauen rufen, nimm mich. Ja, das höre ich sonst nie. Das ist sehr irritierend. Ich kann damit nicht umgehen. Die beiden Frauen rufen, nimm mich. Haben wir jetzt hier irgendjemand, also ich vertraue Fister, weil sie mir die Wahrheit, weil sie die Wahrheit gesagt hat, dass ich liberal bin, aber das hat Phantom auch schon als Hitler gemacht. Also ich bin sehr leichtgläubig, genau. Was das angeht. Ich bin blau. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Dann trink weniger. Ansonsten und ich habe beide blaue gelegt. Toni vorschlagen. Toni hat bisher auch, glaube ich, einen soliden. Ja, ich finde Toni ganz gut. Vor allen Dingen, weil ich ihm dann gleich drei rote geben werde. Ich wollte gerade sagen, Kreon, du versuchst doch nur wie eine Sitzung mal mein Vertrauen zu erschleichen. Ich habe das nicht erschlichen, ich habe es mir erspielt durch Prinzipien und souveräne Moves. Ja, genau. Ja, ja. Die zwar alle spontan waren, aber wer es nicht gesehen hat, hat in den Stream dabei sein müssen. So, auf jeden Fall wurde das angenommen. Jetzt schauen wir mal, was kriege ich denn Schönes. Komm, put. Okay, und die... Er wartet auf die dritte Rote. Warten die dritten drei Roten. Nochmal nachgucken, wirklich alle rot sind. Ja, nochmal ganz kurz abchecken, ob wirklich alle rot sind. Ganz kurz dann dem Toni die beiden anderen Roten gehen, damit er jetzt eine Rote aufdeckt und ich nämlich den nächsten Präsidenten vorschlagen darf.
Ich hatte drei rote. Ausnahmsweise glaube ich ihm. Ich hatte drei rote. Dadurch, dass es drei rote war, muss ja vorhin jemand gelogen. Nein, ihr könnt noch zwei blaue sein. Das stimmt. Okay, gut. Ich dachte, Stapel wäre schon zu Ende, mein Fehler. Hatten wir irgendjemanden, der schon einigermaßen confirmed ist? Pfister hat die Wahl gehabt und hat richtig entschieden und mich confirmed, richtig? Wer hatte noch eine Wahl? Ich war an beiden Klauen beteiligt. Kannst du beispielsweise aber auch einfach weiter rumgeben. So, so. Mit Hannes, Hannes hatte auch die Wahl. Und hat ja, blau und gemacht. ich hab beide blaue verursacht, wie gesagt. Ja, das stimmt. Ich gehe auf Johannes. Ich vertraue Johannes. Ich will damit du nochmal Präsi wirst. Das ist noch nicht mal der Plan gewesen, aber das ist eine gute Idee. Ach, das ist sogar gar nicht so dumm. Aber dadurch, dass wir davon ausgehen, dass jetzt blaue kommen, also mindestens eine blaue kommen wird, ist es ja kein Problem. Alles cool. Ich werde danach schießen dürfen. Ich gehe wieder mit Phantom, weil es gut geklappt. Phantom. Oh, das war echt dumm, dass ich nichts ohne die Präsidentin. 3, 2, 1, umdrehen. Da habe ich nicht dran gedacht. Warum hat Mareike Nein gewählt? Ich weiß nicht, Phantom ist mir suspekt. Das sind nur noch zwei Karten, muss man jetzt die andere mischen. Du nimmst, du nimmst die dort. Die werden gemischt. Du nimmst hier die ersten zwei. Genau, nimm dir schon mal die beiden. Und die oberste davon kriegst du. Genau. Das Problem ist halt, wenn jetzt wirklich dann gleich von mir ein Schuss kommen muss. Dann weißt du nicht, wen du wählst. Pass auf, Krian, der muss nicht mal von dir kommen, der kommt jetzt von Hannes. Glaube ich nicht. Also wenn jetzt ein Schuss fällt, dann hat jemand heftig gelogen. Dann ist für mich, hey Hannes, böse. Dann wird er nämlich einen Liberalen erschießen. Deine Karten liegen hier drüben. Okay. Aber, also den Zahlen nach muss eigentlich schnell hinhauen. Okay. Die Frage ist ja auch, ob er denn überhaupt die Wahl lässt oder die Wahl hat. So, eine kommt weg. Wir werden es gleich herausfinden. Ich glaube, er hat die nicht angeschaut. Er hatte keine Wahl. Ja, ich hatte keine Wahl. Da hat jemand gelogen, es waren drei rote. Oh, dann wurde ich. Hannes nicht. Dann das ist mir klar, dass ihr mir nicht vertraut, aber ich vertraue jetzt Pfister und damit auch Krian nicht mehr. Ich kann nur sagen, was ich gesehen habe, es waren drei rote. Da würde ich sagen, geht der Schuss eher Richtung Pfister. Den Schuss muss mir jetzt erstmal schon ausdiskutieren. Nee, weil ich will erstmal frei. Ich habe ja vorhin geclaimed, drei rote gehabt zu haben. Ich hatte drei rote, deswegen. Und Pfister hat gesagt, dass Krian auf jeden Fall Inno ist, was heißt, dass beide böse sind. Ich hatte drei rote. Nein. Oder sie macht es genau wie Phantom vorhin, der mich als Guten darstellen will und eigentlich selbst böse ist. Also ich würde. Pfister ist auf jeden Fall böse, würde ich sagen. Wäre auch meine Entscheidung. Also das Problem ist. Ja, Pfister rechtfertigt natürlich. Ich kann zu 100% sagen, dass ich drei rote habe. Ich selber liberal bin, genauso wie Krian. Also ich für meinen Teil vertraue. Das bezweifle ich. Das Problem ist, ich habe Krian von der. Bevor ich die Karten gezogen habe, habe ich Krian von der Argumentationsstruktur sehr vertraut und ich vertraue ihm auch jetzt noch, weil es hat Sinn gemacht. Das heißt, Random oder Fister muss in meinen Augen gelogen haben. Wir können ja kurz mal rekapitulieren. Es muss Fister gewesen sein. Wir rekapitulieren, das ist ganz gut. Ja, bitte. Genau, wir rekapitulieren. Also Mareike hat gesagt, sie hat eine Liberale weggelegt, hatte zwei Liberale gezogen. Ja. Um eine Wahl zu lassen. Genau. Und eine Wahl gelassen. Ich wurde nicht gewählt. Random hat gesagt drei rote. Fister hat gesagt drei rote. Ich habe gesagt zwei blaue und hab dir die Wahl gelassen. Krian hatte drei rote. Drei rote. Und du jetzt wieder. Ja. Gut, aber. Das heißt, ich vertraue Pfister nicht. Ich auch nicht. Ich liberal bin. Oder vielleicht. Random hat die Wahl gehabt und hat blau gelegt und hey Hannes hatte die Wahl gehabt und hat blau gelegt, richtig? Und Phantom hat die Wahl gehabt und blau gelegt. Phantom hat blau gelegt. Nee, aber Phantom, glaub, Random hat nicht aber gelegt. Es Phantom hat gelegt. Alle gegen Pfister. Genau. Und das ergibt keinen Sinn. Das ist auch. Ja, da hat Mareike auch wieder recht. Ich hatte aber nie schon. Musste zweimal rot legen. Alle beschützen auch random. Es war fast rot. Das ist irritierend. Es ist verwirrend. Phantom ist zu still. Peng. Nein. Haha. Sorry, Pfister, wenn ich daneben liege, aber. Dann sind meine letzten Worte jetzt: tötet random. Und ich bin nicht Hitler. Ist nicht Hitler. Ach, Scheiße. Aber vielleicht war sie fast schon. Ja, Hitler hätte es ja auch nicht gegeben, ja. So, ab jetzt darf nicht mehr Hitler Kanzler gewählt werden. Ach, verdammt. Jetzt haben wir ein Riesenproblem. Ich kann nur sagen, ich bin in jedem Fall liberal. Also ich würde Tony wählen. Wer Tony nicht? Oder Phantom, aber Phantom kann ja gerade nicht. Nee, nicht Phantom, Tony. Phantom darf eh nie. Ja,
Ich habe zwar Phantom die Wahl gelassen, aber ich glaube, Toni ist sicher. Hatte Toni die Wahl? Ich hatte nie die Wahl. Ich habe zweimal rote legen müssen, tatsächlich. Ich musste ihm leider zwei rote geben. Ich habe einmal von Random rote bekommen und einmal von dir. Dann müsst ihr dann. Was hast du als Präsident nochmal gemacht gehabt? Ich war nie Präsi, ich wurde übersprungen. Du warst noch gar nichts. Bei mir war doch am Anfang der Vote viermal Nein kam. Stimmt. Weil Mareike hat angefangen. Ich war noch nicht einmal Präsi. Das heißt, meine Präsidenten können mich halt confirmen, dass ich nie die Wahl hatte. Ich war auch nie Präsi. Und einer davon warst du. Gut, ich hab nur die Wahl zwischen den drei mir gegenübersitzenden. Ja, okay, dann sei mal nicht dumm. Fister sagt nicht random. Bei Toni sind wir uns nicht sicher. Mareike kann genauso gut Fascho gewesen sein. Mareike will schon die ganze Zeit, dass die den Kanzler jetzt kriegt. Ja, irgendwie schon. Sei Fister tot. Also würde ich trotzdem Toni nehmen. Sei Fister tot, gerade eben. Ich auch. Ja. Auf Toni. Das Problem ist halt, wenn gleich ein Schuss gemacht wird, bin ich sowas von am Arsch. Also bitte, liebes Kartenspiel, gib mir blaue Karten. Also es müsste jetzt blau gekommen. Da kommt ein Nein, okay. Spiel, das kannst du mir jetzt. Ich glaube, jetzt ist das Spiel vorbei. Ach ja. Ich glaube nicht, ich glaube, wir kriegen jetzt eine blaue. Nicht Hitler. Nicht? Nein, nicht Hitler. Okay. Das wär's jetzt, wenn er Hitler wäre. Wenn ich jetzt Hitler gewesen wäre, wär's vorbei. Das wäre ja. Nicht Hitler. Aber wie gesagt, bei mir war ich mal bei dir relativ sicher. Dass nee, das sah gerade verdächtig nach Krian aus. Oh nein. Ich habe ja auch Karten abgelegt. Da kommt eine blaue. Er zögert. Komm, mach eine blaue, bitte. Ja, natürlich hole ich die blaue raus. Ja, Gott. Ach, Gott. Interessanter Move. Er hatte übrigens die Wahl. Natürlich hatte ich die Wahl. Und ich habe eine Faschokarte weggeschmissen. Das war aber spannend. Dann ist es für mich Toni Faschist. Weil. Vor allem hätte ich jetzt übrigens Dings gelegt, hätte ich die Faschistenkarte gelegt, hätte Krieger mich erschossen. Ja. Nein, hätte ich nicht, yeah. Weil es keinen Sinn gemacht hätte, dich zu erschießen, weil du nicht Hitler bist. Ja, gut, stimmt auch wieder. Das ist aber schwierig. Ja, dann wärst du Fascho gewesen, das ist richtig, aber eben nicht Hitler. Seien wir froh, dass es nicht passiert ist. Also ich würde auf jeden Fall Hannes oder mich wählen, ich vertraue Mareike überhaupt nicht. Spannend, das ist lustig. Ja, warum vertrauen wir Mareike nicht? Sie hat bis jetzt nichts Schlechtes gemacht. Also, oder hast du was Schlechtes gemacht, Mareike? Nein. Das sagt sie immer, das hat sie auch vorhin gesagt, als Fascho war. Ich war an den Blauen beteiligt. Aber mir kam auch alleine der Nein-Vote gerade sehr verdächtig rüber. Ja, weil ich mir eigentlich dachte, dass Toni theoretisch Hitler sein könnte, aber jetzt ist es für mich eher random. Geht nicht. Ach stimmt, da war ja was. Darfst Krian und mich nicht nehmen. Stimmt. Wie gesagt, ich bin für Hannes oder mich. Krian, was denkst du? Dann ist es Hannes vermutlich auch nicht. Was ich halt interessant fand, ist, dass Fister random noch reingeschmissen hat. Das, Ja, um mich zu framen, als sie gestorben ist. Ja, genau. Aber es könnte ja auch der doppelte Bluff sein, dass sie weiß, dass du Hitler bist und sie dich deswegen eben als Bösewicht darstellen will, weil sie dann wissen, ihr vertrauen mir nicht. Also diskutiert mal, ich bin mal kurz auf Toilette. Ich sag's mal so, wenn Fister wirklich liberal war, dann muss Random in meinen Augen eigentlich schon Fascho sein oder Hitler. Wie gesagt, ich weiß, dass ich drei Rote hatte und damit Fascho sein muss. Ja, aber bei Fister oder dir ist irgendwo eine blaue Karte verschwunden. Also Hannes und Random sind beide suspekt. Ja, du bist auch suspekt in meinen Augen. Ja, eben. Es ist nicht gut. Ich vertraue nicht bei Krian, ich kann hier gar keinem vertrauen. Das ist das Problem. Wenn ich schießen müsste, wäre ich total aufgeschmissen. Ich würde aufgrund dessen, dass in der nächsten Runde Mareike Präsi wird. Wahrscheinlich. Mit Nein abstimmen vielleicht. Ich würde. Das wäre eine Möglichkeit. Jemanden wählen lassen, Nein stimmen und Toni zum Präsidenten werden lassen. Das heißt, Mareike auch überspringen. Das wäre eine Möglichkeit. Und wen wählt Toni dran? Weil er kann dich nicht wählen. Der hier geht zurück. Das haben wir vergessen vorhin. BB. Er kann dich nicht wählen, Krian. Das stimmt. Da hat Toni das Problem. Also das Problem verschiebt sich nur. Ja. Und Toni ist der einzige nicht konfirmte Hitler. Deswegen. Und ich glaube, aber Toni ist genauso vertrauenswürdig wie Phantom, finde ich. Ach, es ist schwierig. Phantom, du musst entscheiden. Ja, das auf jeden Fall. Weil beide hatten, Phantom und Toni hatten einmal die Wahl und haben beide sich für blau entschieden. Ja. Wow. Und Mareike? Also so. Erstmal ist die Frage, kommt die Frage, oder? Bist du Hitler? Erstmal voten. Wir müssen erst voten. Dann, gut, aber angenommen wird, dann entscheidet sich, dass du Hitler ist. Das wäre so cool, hätte sie jetzt das gewusst und hätte einfach gesagt, ja, ich bin nicht Hitler. Oh, deswegen war ich doch. Ich weiß das.
Ja, aber du hättest ja jetzt lügen können, so, ne? Ja, vielleicht habe ich ja gelogen. Ich wechsle jetzt meinen Ward nicht mehr. Ich hätte ihn jetzt theoretisch gewechselt, aber ich muss das von vorher nehmen, weil ich es vorher gelegt hatte. Aber ich bin nicht Hitler. Aber du bist auch nicht angenommen worden. Also, du kannst noch Hitler sein. Das ist mir bewusst, aber... So, jetzt habe ich ein Problem, ne? Ja. Gleiches Problem wie vorher. Ah, mal sowieso so rum. Warte mal, der geht noch eins weiter. Jetzt macht das... Das ist scheiße. Ich finde es ein bisschen besser, weil Phantom an der Entscheidung ist. Es ist halt wirklich so. Aber Mareike schießt, Nein. Die Frage ist, ob sie schießen darf, weil das wurde ja gemischt. Wenn sie eine blaue zieht und die blaue wegzieht, dann hat sie sich den Schuss garantiert. Und wird einen Liberalen umbringen. Wir haben wir haben ein Riesenproblem. Keiner vertraut irgendjemandem. Wir brauchen Kilian wieder frei, das heißt... Das verschiebt das Problem nur. Mareike, wen würdest du erschießen? Random. Okay, dann doch ja. Weil wenn Fist da Inno war, dann ist Random falsch schon. Also einer von den beiden wird's gewesen sein, ja. Also ich hab keine Ahnung, es ist schwierig. Ich hab auch gerade so Angst, oh Gott. Okay. Das könnte halt... Ja. Oh, das Problem ist halt... Phantom ist immer Hitler. Ja. Okay, Phantom, du bist gewählt. Bist du Hitler? Ja. Ich sag nur auf nach Danzig. Ah! Du bist Hitler? Ja. Ich wusste es. Wow, Mareike. Ich hab doch gesagt, der ist zu ruhig. Der ist Hitler. Ich wollte an. Ich will nur anmerken, ich hätte auch, ich wäre auch ruhig gewesen, wenn ich nicht, Ja, das nächste Mal schieße ich dich einfach. Ja, gut, aber... Ich hab noch gesagt, er ist immer Hitler. Ich hätte halt jetzt dahin geworden, dann hätte ich Dings gewählt, Mareike. Du hättest Mareike vertraut? Ich hätte Mareike nochmal gewählt, ja. Tatsächlich. Krass. Was wäre denn, wenn wir Nein gesagt hätten gewesen? Es wäre auch Rot gekommen. Dann wäre Rot gekommen, dann hätte ich schießen dürfen. Ja... Ja, ist interessant. Aber gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Aber nächstes Mal dabei, wenn es weitergeht bei Secret Hitler. Bis dann noch einen schönen Abend und ciao, Leute. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.